Hallo, willkommen zurück zu Lego Jurassic World. In der letzten Folge sind wir aus der Zuchtstation geflohen. Vor, ich glaube, Raptoren waren das. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Jetzt sind wir wieder in so einer Hut-Welt. Wir müssen uns erstmal wieder bis zum nächsten Level vorkämpfen. Dazu geht es hier diesen hellblauen Stats wieder hinterher. Dann machen wir das doch mal. Nehmen aber in der Zeit so ein bisschen was an Stats mit. So, können wir uns hier nochmal Autos kaufen? Oder wie sieht das aus? Wir haben eine Menge Kohle. Wollen wir sie doch mal ausgeben? Die Autos haben wir alle. So. Nehmen wir. Batz. Nehmen wir alles. Was? Ich habe ein rostiges Auto jetzt gekauft. Egal. So, können wir nicht mit irgendeinem Auto auch hier... Ah, jetzt habe ich das geschnallt. Wir können uns tatsächlich auch hier hinholen. So. Na, wirklich weit kommen wir damit jetzt nicht hier. Egal. Wir haben es aber mal ausprobiert. So, Ellen, dann buddel mal hier. So, was können wir uns denn hier bauen? Irgendwas für The Lady. So, können wir hier durch? Nein, das können wir nicht kaputt hauen. Nein, du bist keine Lady. So, du kommst hier rüber, gell? Jawohl. So. Huch, waren da Kompis? Ja, da waren Kompis. Haut ihr denn erst vor mir ab? Oh, da ist auch noch einer versteckt. Den hatte ich nicht. Du kommst da auch noch an. So, und kam wahrscheinlich wieder hier aus so einer Höhle raus. Die haben wir erstmal jetzt. Hallo? Lasst ihr das mal bleiben, bitte. Nein, du sollst nicht brüllen, du sollst bauen. Kann ich endlich die Kamera mal einigermaßen hier drehen. Okay, da war die Höhle. Da war wohl noch einer raus, der uns dann noch angegriffen hat. So, können wir das hier betätigen als Lady? Natürlich. Dann kommt mal durch. So, hier braucht man natürlich wieder Ellen. So, dann schwingen die Sichel bzw. die Kralle. Gibt wieder eine Menge Stats und es geht weiter. Mit Mr. DNS macht Lernen wirklich Spaß. Natürlich. So, der nächste Titel heißt Eric Kirby. Finden wir denn jetzt in dem nächsten Teil den kleinen Jungen? Das wäre natürlich sehr cool. Die riesigen Vorsprünge am Kopf des Triceratops lassen den Pflanzenfresser größer aussehen, wodurch sich Fleischfresser möglicherweise nach kleineren Beute umschauen. Okay, ja, mittlerweile wiederholen sich unten die Sprüche bzw. die Infos. So, Mr. DNS. Ach, ich kann mit dem Stick das Ding da hin und her drehen, das Bild. Judeski. Das ist eine Falle. Ach was. Sie haben uns eine Falle gestellt. Entlang. Hier ist es nicht sicher. Ich kenne ein gutes Versteck. Da ist der kleine Eric. Ja, wie cool. Ja.
Schade, ich hätte gerne die Spinne gehauen. Ich mag nämlich keine Spinnen. Geht das? Nein, geht nicht. Schade. So. So, mal wieder ein Raptor. Kriegen wir den irgendwie abgelenkt? Ah, Mr. DNS kommt zur Hilfe. Manche Charaktere, wie zum Beispiel der kleine Eric, können sich tarnen und so an Dinosauriern vorbeischleichen. Halte dafür B gedrückt. Okay, wie bitteschön kann er sich denn tarnen? Ha-a. Der Senixsaurus. Hihihi. So. Und das war's wieder mit der Tarnung. Mehr brauchen wir nicht. Aber wie kriegen wir den denn jetzt den anderen hier rüber? Das ist ein Tarnauto oder was wird das? Ah, ein Auto, womit wir den Saurier ablenken können. Sollte reichen. So, genau. Aber nicht ohne diese Pilze hier mitzunehmen. Kleine Eric hat sich wohl hier zu einem kleinen Rambo entwickelt in den 8 Wochen, allein auf sich gestellt. Nein, ich weiß, das kannst du nicht. So, wieder mal eine Seilwinde. Genau, alles hört hier auf Erics Kommando. Und ran damit mit dem Haken. Was wir auch gelernt haben, alles funktioniert wieder, wenn man mal beherzt dagegen tritt. So, in diese Höhle kann wohl nur der kleine Eric? Ist das so? Aha, das ist so Gitter, genau, wo Kinder nur reinklettern können. Ich finde einen Weg für sie nach oben. Da gehe ich mal von aus. Du kleines Superkind, du. Genau, hier kann man doch aus allen eine Leiter bauen. Dann komm mal fein hoch. Über die Schlucht komme ich nicht drüber. So, das kannst du noch kaputt machen, aber für das andere... Kann man hier erst noch bauen? Nein, das verschwindet. Danke. Die Lego-Klötzis. So, aber hier. Na, geht mal weg. So. Oh, da unten ist ein Raptor. Einmal schwingen und hier rüber. So, wo kommen wir denn hier noch hin? Er schleicht wieder so. Ah, okay. Da sollten wir dann doch den kleinen Eric wieder nehmen. Noch ein Raptor. Dann halten wir mal B gedrückt, so wie wir das gelernt haben. Kann ich den auch schlagen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nur gehen. Ganz leise. So, damit er uns auch nicht hört. Kannst du denn hier was machen? Da, genau. So, Generator ist angeschmissen. Okay, Raptor ist Elektrizity. Elektri. Ich komme gerade nicht drauf. Gibt's das denn? Ich denke jetzt voll drüber nach, wie das heißt. Egal. Macht euch lustig über mich. Okay, erst weg. Mann, Mann, Mann. Ich arbeite bei dem Energieversorgungsunternehmen und komme auf dieses blöde Wort nicht. Elektrisiert, wollte ich sagen. Genau, oh mein Gott. Wenn man dann schon bei Elektrizität ist, dann kann man das Wort auch nicht mehr retten. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Hm.
Es lädt so ein, um es kaputt zu hauen. Können wir aber nicht, also geht's weiter. Hoi. Er ist krank. Wir können ihn nicht hier lassen. Die Raptoren fressen ihn. Nein, das geht nicht. So, was brauchst denn du? Sag an. Oh, du kannst das auch. Das ist ja der Hammer. So, und dann bekommen wir nämlich angezeigt, was der Dino denn so braucht, um wieder gesund zu werden. Erstmal das Bananje. So, das andere ist eine Karotte. Und dieses lilane vermute ich mal, soll eine eingepackte Schokoladentafel sein. Ich vermute das einfach mal, dass dem so ist. Mich wird das auch gesund machen. So. Mr. Grant, da kommen Sie mal hier rüber. Suchen Sie mal bitte schön mit nach einer Karotte und einer Tafel Schokolade. Danke. So, hier wird doch bestimmt irgendwas verbuddelt sein. Aber ich bin ja echt froh, dass ich eben noch auf dieses Wort elektrisiert gekommen bin. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich diese Nacht wieder nicht pennen können. Kennt ihr das? Ihr sucht nach einem Wort oder irgendeinem anderen Begriff und ihr könnt nicht aufhören, darüber nachzudenken, bis ihr endlich darauf gekommen seid. So bescheuert. Aber nur gut. Ich hab's ja jetzt. So, wir brauchen noch die Schoki. Wo könnte denn in so einem Park Schoki versteckt sein? Gibt's hier nicht irgendwie so einen Snackautomat? Batz und Batz. Wir könnten ihn mit Stats füttern. Davon haben wir genug. Anstatt uns da das 10 Millionenste Auto von zu kaufen. Wahrscheinlich brauchen wir es auch nie mehr wieder. Da hinten, apropos Snackautomat, da sehe ich doch was. Arbeiten uns mal langsam dahin vor. So, Stats einsammeln. Zack, zack, zack. Und mal eine Schoki ziehen. Dann war es tatsächlich eine Schoki. Nimm die Schoki, renn zum Dino. Und bitteschön. So, dann wollen wir ihn auch mal direkt nutzen. Oh, oh. Noch mehr Raptoren, die Bock haben. Wow. Okay. Jetzt kommt der Boss-Raptor. Oder wie sieht das aus? Wow. Hinter diesem Loch. Ist er jetzt weg? Nein, da ist er doch noch. Ah, und das Bild hat so gewackelt, weil der sich bewegt hat. Ich dachte zuerst so, spackt das Spiel wieder rum oder was? Aber ich wollte doch erst noch hier drücken. So. Genau. Nicht, dass ich danach extra suchen würde, aber ich war schon neugierig, was hier hinter sich verbirgt. Kommt man hier hoch? Nein, weil ich habe da oben noch so eine Zielscheibe gesehen. Was kann der Eric eigentlich? Kann der auch auf irgendwo... Nee,
Der kann sich nur, in Anführungsstrichen, unsichtbar machen. Okay. Dann geht's hier weiter. So. Einmal hier rüber. Wow, wow, wow. Kommt man da hinten auf dieses Boot? Wie soll das denn funktionieren? Egal. Wow, wow, wow. Lass den kleinen Eric mal in Ruhe. Die hören sich ein bisschen an wie so kleine Möwen. Beziehungsweise wie Möwen am Meer. Weil sie ja so wirklich nichts gemeinsam haben. So. Was können wir denn hier bauen? Eine Vogelscheuche? Okay, da ist das nächste, was wir buddeln müssen. Was ist das? Ah, okay. Brauchen wir, glaube ich, Ellie Sattler für. Die kann Blümchen gießen. Wie kommen wir denn hier nicht vorbei? Okay. So. Darf ich hier was bauen? Ja, hier darf ich was bauen. Ah, eine Brücke wird das wohl werden. Vielleicht können wir damit irgendwie hinten noch zu diesem Minikit. Oder es liegt mal wieder daran, dass wir einen Charakter brauchen, den wir noch nicht haben. So, erstmal wird hier gebuddelt, Mr. Grant. Und die nächste Vogelscheuche. Sieht die irgendwem ähnlich? So ein bisschen. Hä? Wieso kommt dann hier wieder dieses nächste Loch? Ist hier irgendwo ein Maulwurf oder was? Oder wie oder was? So, zack. Ach, dann kommt da ein Minikit. Okay. Holen wir uns schnell dieses Minikit. Jawohl, 2 von 10. Und wie es weitergeht, schauen wir uns gemeinsam in der nächsten Folge an. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.